Thema von heute Abend, Appamannia, unbegrenztes Wohlwollen. Ich werde mit einer Geschichte beginnen von Father Theophane, einem christlichen Mönch, der auch recht lange Vipassana-Retreats gemacht hat. Die Geschichte heißt, was brauchen Sie? Und zwar Sie kleingeschrieben, nicht groß, also was brauchen die anderen, was brauchen die Leute, was brauchen die Menschen? Einer der Mönche gibt einem nie einen Rat, sondern immer eine Frage mit auf den Weg. Ich hatte gehört, seine Fragen könnten sehr erhellend sein. Ich suchte ihn auf. Ich bin Seelsorger, sagte ich, also jemand, der die Menschen in der Gemeinde betreut. Ich mache hier meine Exerzitien, also eigentlich Meditationsretreat. Könnten Sie mir wohl eine Frage geben? Aber sicher, entgegnete er. Meine Frage lautet, was brauchen Sie? Also was brauchen die anderen? Etwas enttäuscht verließ ich ihn. Ein paar Stunden lang beschäftigte ich mich mit der Frage, dann brachte ich einige abgerungene Antworten zu Papier. Und dann gab ich frustriert auf und ging wieder zu ihm. Ich belästige Sie ungern noch einmal. Vermutlich habe ich mich vorhin etwas unklar ausgedrückt. Ihre Frage war durchaus hilfreich. Aber eigentlich wollte ich mir in diesem Retreat nicht so sehr mit meiner Seelsorgearbeit, also in der Gemeinde, befassen. Vielmehr möchte ich hier ganz ernsthaft über meine persönliche Spiritualität reflektieren. Könnten Sie mir vielleicht eine Frage mitgeben, die mehr mit meinem eigenen geistigen Leben zu tun hat? Ah, ich verstehe. In diesem Fall lautet meine Frage, was brauchen Sie wirklich? Nicht unser persönliches spirituelles Wohlergehen, sondern dasjenige vieler ist das Wichtigste in unserer Praxis. Das Pali-Wort Appamannia bedeutet unbegrenzt, ohne Abgrenzung, ohne Einschränkung. Und dabei geht es um die vier Herzensqualitäten des Wohlwollens und der Gelassenheit, die in vielen buddhistischen Praxistraditionen einen zentralen Stellenwert einnehmen. Und natürlich sind diese Herzensqualitäten nicht nur in der buddhistischen Praxis wesentlich, sondern in jeder Form menschlicher Entwicklung und in jeder Form von Spiritualität, denke ich. Es geht dabei um die vier liebevolle Güte, schon gehört, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit. Und wahrscheinlich könnte man auch Großzügigkeit dazu zählen und weises Vertrauen und andere. Wenn die vier Qualitäten gefestigt oder gar vervollkommnet sind, haben sie die Eigenschaft, ausnahmslos und ohne Begrenzung oder ohne Abgrenzung alle Lebewesen mit einzuschließen. Deshalb der Name Appamannia, unbegrenzt. Die vier Qualitäten heißen auch Brahmaviharas. Es sind die Bereiche des Verweilens der höchsten Wesen in diesem Dasein, die in der buddhistischen Kosmologie als Brahmas bezeichnet werden. Diese Brahmas sind nicht befreite oder vollständig erwachte, aber sie weilen in Zuständen von unbegrenzter Liebe, unbegrenztem Mitgefühl, unbegrenzter Mitfreude und Gelassenheit. Deshalb der Name Brahmaviharas. Aufenthaltsorte oder Seinsweisen der Brahmas. Die vier Herzensqualitäten werden folgendermaßen illustriert oder verglichen. Sie sind vergleichbar mit den Gefühlen von Eltern und das muss ich sagen, im Idealfall natürlich. Eltern, die vier Kinder haben, nämlich ein noch sehr kleines Kind, ein behindertes Kind, ein frohgemuter Teenager und das Älteste, das bereits von zu Hause weg ist und selbstständig seinen Lebensweg geht. Für das kleine Kind fühlen sie Liebe, für das behinderte Kind Mitgefühl, für den frohgemuten Teenager empfinden sie Mitfreude und für die erwachsene, selbstständige, liebevolle Gelassenheit. Im Idealfall natürlich. Man spricht vom Appamannia oder Brahmavihara Bhavana. Bhavana wird oft als Meditation übersetzt. Das ist eigentlich das Wort, was in vielen asiatischen Traditionen gebraucht wird
für das, was wir Meditation nennen. Aber eigentlich bedeutet Bhavana eben, sich bekannt machen mit, sich angewöhnen, sich anfreunden mit. Wäre interessant, wenn wir eigentlich die Ausschreibungen und unser Sprachgebrauch anpassen würden. Also wir haben jetzt 9 Tage uns mit Gewahrsein angefreundet. Das ist die Idee. Und einmal im Tag freunden wir uns mit Metta an. Gewöhnen uns an diese Lebensweise. Es geht also nicht wirklich um Meditation hier, sondern eben um das sich angewöhnen dieser Lebensweisen. Gerade auch im täglichen Leben. Und es geht eben nicht um das Erreichen schöner Gefühle oder Zustände, sondern um das konsequente Kultivieren dieser Herzensqualitäten, dieser inneren Haltungen. Und wir kultivieren sie, um sie mehr und mehr zu unserem inneren Daheim zu machen, eben zu unserem Vihara. Oder man könnte auch sagen, zum Default-Modus, zum Normalzustand unseres Herzens und Geistes. Default beim Computer ist immer dort, wo er zurückkehrt, zurückfällt automatisch, wenn gerade nichts anderes ist. Das wäre die Idee. Der Geist fällt zurück in die Brahma-Vihara. Haltung. Man kann diese Eigenschaften als vorzüglich, als edel oder erhaben bezeichnen. Denn wie Jnanaponika Thera schrieb, Zitat, sie sind die ideale Verhaltensweise gegenüber den Lebewesen, sich selbst mit eingeschlossen. Sie bieten tatsächlich die Antwort für alle Situationen im Zusammenhang mit all unseren sozialen Kontakten. Sie wirken entspannend und friedenstiftend bei sozialen Konflikten, in der Familie, Arbeit, Freizeit, wo immer Menschen sich begegnen. Sie sind die Heiler aller Verletzungen und Wunden im Daseinskampf. Sie heben die Barrieren sozialer Unterschiede auf und fördern menschliche Verbundenheit entgegen den Kräften der Selbstzentriertheit. Vielleicht könnte man sagen, all diese Qualitäten, einschließlich Großzügigkeit, sind eigentlich wie die verschiedenen Facetten eines einzigen Juwels und je nach Lichteinfall und Schliff manifestieren sie andere Farben. Dieses eine Juwel ist die innewohnende Natur unseres Geistes und Herzens. Es sind Qualitäten, die auch Sobanas genannt werden, schön oder wunderbar. Oder ist auch die Idee von Schmuck, Schmuck, den wir tragen, beste Schmuck, den wir tragen können. Ich werde sie einzeln betrachten, so ist Metta, und wahrscheinlich werde ich einiges wiederholen, was Isis und Yuka schon gesagt haben. Liebevolle Güte, Liebe ohne Vorbehalte oder Ansprüche, ist wohl die bekannteste dieser Qualitäten. Das Wort Metta kann man sowohl als freundlich oder freundschaftlich übersetzen, als auch als sanft. Vielleicht wie ein sanfter, warmer Regen, der unparteiisch auf alles fällt, auf Felder, Wälder und Gärten, auf Häuser, auf Menschen, auf Tiere und auf Autos, auf alles. Vielleicht auch allen Dingen und allen Wesen nahe sein, ob sie nun liebenswert sind oder schwierig. Die Praxis von Metta ist eine stete, vorbehaltslose Haltung der Verbundenheit, die ausnahmslos eben Appamanya alle Lebewesen einschließt, auch sich selbst. Vorbehaltlos und gebend, wie die Schauspielerin Katharine Hepburn sagte, Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Metta ist die Gegenkraft zu Ärger, zu Wut und Hass und auch zu Furcht und Angst und Besorgnis. So oft verirren wir uns in diesen leidvollen Gefilden des Geistes und schaffen uns selbst das Gegenteil von dem, was wir eigentlich für uns möchten. Martin Luther King sagte, ich habe beschlossen, mich auf die Liebe zu verlassen.
Hass ist eine viel zu schwere Bürde. Und es trifft auch zu natürlich für Ärger, Groll, Wut, Werten, Urteilen, Verurteilen und der ganze Rest. Hass und alle anderen Formen der Ablehnung sind die sogenannten fernen Feinde von Metta. Ziemlich offensichtlich, was direkt gegenüber liegt. Manchmal versuchen wir deshalb auch Ärger, Hass oder Wut mit Metta zu bekämpfen. Das ist Wut da oder eigentlich mache Metta. Genau das funktioniert natürlich nicht, denn so wird die vermeintliche Metta-Haltung eben, oder ist die Haltung von Aversion motiviert. Und die merken's. Wir können Ablehnung nicht mittels Ablehnung loswerden, auch wenn sie in nette Sätze verkleidet ist, dass wenn wir sagen, mögest du glücklich sein. Wie Martin Luther King betont, Finsternis kann nicht Finsternis vertreiben. Nur Licht kann das. Hass kann nicht Hass vertreiben. Nur Liebe kann es. Die Meditationspraxis ist ein ideales Übungsfeld dafür. Übung, damit wir es dann im Alltag besser anwenden können. Ajahn Amaro in seinem Buch Finding the Missing Piece beschreibt einen wichtigen Aspekt dieser Umgangsweise. In der Meditation etablieren wir die Grundlage von Güte, indem wir zuerst anerkennen, dass alles zur Meditation dazugehört, dass nichts ausgelassen werden soll. Der zerstreute Gedanke gehört dazu, der Fokus auf den Atem gehört dazu, die Welle von Wut gehört dazu, die Welle von Angst, die ruhelosen Empfindungen, die Fantasien und Tagträume. Sie alle gehören dazu, zusammen mit den wohlwollenden und den reinen Gedanken und Gefühlen. Diese Qualität des absoluten Dazugehörens, in der alles seinen Platz hat, ist die Grundlage von liebevoller Güte, von vorbehaltlosem Annehmen. Ich denke, genau das ist der Geist von Metta. Wobei Dazugehören niemals Nachgiebigkeit oder Laissez-faire bedeutet. Eine sehr machtvolle innere Haltung. Und wir müssen sie in kleinen Dingen üben. Aus kleinen Momenten von Ärger wächst die Tendenz zu Hass. Aus kleinen Momenten des Wohlwollens, wie eben Metta, wächst die Tendenz zu liebevoller Güte. Patrul Rinpoche schreibt: Nimm kleine Fehltritte nicht auf die leichte Schulter, glauben, sie könnten dir nicht schaden. Selbst ein kleiner Feuerfunke kann einen Berg aus Heu in Brand setzen. Unterschätze nicht die kleinen heilsamen Taten, indem du glaubst, sie helfen nicht. Auch Wassertropfen füllen, einer nach dem anderen, einen riesigen Topf. Was wir tun können, um der Haltung von Metta näher zu kommen, das eine, was wir hier bereits tun, in den 3/4 Stunden Metta am Nachmittag und vielleicht mehr und mehr auch den ganzen Tag hindurch in der Art und Weise, wie wir Vipassana praktizieren, wie wir den Moment-zu-Moment-Erfahrungen begegnen. Und wir können im Alltag ein achtsames Auge darauf richten, zum Beispiel, wenn wir Hilfe erhalten von jemandem, schauen, was da vor sich geht und wie sich das anfühlt. Oder wenn wir anderen helfen und sie unterstützen, schauen, hinzufühlen, sich vertraut zu machen, das sind Momente, in denen wir uns mit diesen Haltungen und Qualitäten vertraut machen können. Oder wenn wir Dankbarkeit erfahren. Und natürlich immer dann, wenn wir tatsächlich liebevoll, freundlich und wohlwollend sind. Die Vertrautheit schaffen mit dieser Innenhaltung, dann können wir sie auch besser kultivieren oder vielleicht einfach kriegen wir einen besseren Zugang dazu. Da ist sie eigentlich schon. So viel zu Metta, zu liebevoller Güte. Die zweite der unbegrenzten inneren Haltungen des Wohlwollens ist Mitgefühl. Zitat: Mitgefühl ist unsere fürsorgliche, menschliche Antwort auf Leiden. Ein mitfühlendes Herz ist nicht wertend und nicht urteilend und erkennt alles Leiden als unsere Zuneigung wert.
sei es unser eigenes Leiden oder das anderer, sagt Sharon Salzberg. Mitgefühl, Karuna, ist wie Güte, wie Metta, eine Facette dieses uns innewohnenden Juwels des unbegrenzten Wohlwollens. Liebe, Güte, ist der Wunsch, die Wesen mögen fröhlich, die Wesen mögen glücklich sein, die Wesen mögen gesund sein. Mitgefühl ist der Wunsch, alle Wesen mögen frei sein von Leiden. Ist die gleiche Haltung. Beim einen sind es die guten Wünsche für Glück und beim anderen ist es die Sorge und die guten Wünsche im Angesicht des Leidens. So wie Ablehnung und Hass die sogenannten fernen Feinde von liebevoller Güte sind, sind Herzlosigkeit, Härte, Grausamkeit, ein Stück weit wahrscheinlich auch Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit, die fernen Feinde von Mitgefühl direkt gegenüber. Mitgefühl ist ein bisschen schwieriger eigentlich als Metta, weil Mitgefühl setzt voraus, dass wir uns dem Leiden öffnen wollen und öffnen können. Bei Metta ist es insofern einfacher, als wir können einfach die guten Wünsche kultivieren, die Absicht, die gute Absicht in uns entwickeln. Hier geht es um dasselbe, aber wir müssen uns dem Leiden gegenüber öffnen. Es braucht Willenssein und es braucht auch Mut, nämlich Gleichmut. Die vierte dieser Brahmaviharas oder Appamanyas. Sehr oft entstehen Aversion, Ablehnung, Widerstand und all das, wenn wir dem Leiden begegnen, unserem eigenen oder dem der anderen. Wenn es uns aber gelingt, uns für Leiden zu öffnen, dann entsteht Mitgefühl von selbst, dann müssen wir nicht noch etwas tun. Das ist die natürliche Antwort des Herzens auf Leiden, aber wir müssen das Leiden zumindest für den Moment ertragen können. Einbildung, Arroganz, auch Eifersucht blockieren Mitgefühl. Da hilft es sich manchmal, sich klar zu machen, dass nicht nur alle Leute, Menschen, Personen, Lebewesen glücklich und frei sein möchten von Leiden, wie wir selbst, sondern auch, dass alle sterblich sind. Auch die Schwierigen, auch die wir gar nicht mögen oder hassen, die uns verletzt haben. Die Erfolgreicheren, die Schöneren, die Beliebteren, auch sie werden sterben. Und Erfolg, Schönheit, Beliebtheit und all das werden ihnen dabei nicht helfen. So wenig, wie sie uns selbst helfen werden. Darüber zu reflektieren, wie sehr wir alle im selben Boot sitzen, schafft Verbundenheit und Verständnis für das uns allen zugeteilte Leiden. Immer wieder die Frage, sind wir auch bereit, uns auch dafür zu öffnen? Ich möchte einmal mehr Pirvilayat Khan zitieren. Überwinde jegliche Bitterkeit, die du fühlen magst, weil du der Unermesslichkeit des Leidens, das dir zugeteilt wurde, nicht gewachsen bist. Wie die Mutter der Welt, die den Schmerz der Welt in ihrem Herzen trägt, sind alle von uns Teil ihres Herzens und deshalb mit einem bestimmten Maß an Schmerz betraut. Wir teilen uns in die Summe dieses Schmerzes. Du bist aufgerufen, ihm mit Freude zu begegnen, anstatt mit Selbstmitleid. So viel im Moment zu Mitgefühl. Der dritte Aspekt des unbegrenzten Wohlwollens ist Mitfreude, auch Wertschätzung, Mudita. Sharon Salzberg. Es ist die Erkenntnis, dass das Glück der anderen nicht wirklich von unserem eigenen getrennt werden kann. Wir freuen uns über die Freude der anderen und fühlen uns nicht bedroht oder angegriffen durch deren Erfolge. Es ist der Wunsch oder das Wohlwollen, das in uns entsteht, wenn wir mit Offenheit und Zuwendung das Glück, das Wohlergehen, das Heilsame, den Erfolg der anderen wahrnehmen. Und es ist der Wunsch, dies möge weiter andauern. Und ähnlich wie mit Mitgefühl ist es etwas schwieriger als Metta. Manchmal sieht es ganz ähnlich aus. Aber damit es Mitfreude wird,
müssen wir uns dem Glück, dem Wohlergehen oder den guten Qualitäten der anderen öffnen können. Und das klingt so einfach. Kommt darauf an, wer es ist. Kommt auf die Situation drauf an, ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn es uns gelingt, dann entsteht mit Freude von selbst. Oft kommen Neid, Eifersucht, Konkurrenzdenken oder Rivalität dazwischen, die uns blockieren. Neben Neid und Eifersucht sind die mächtigsten Hemmer die Selbstverurteilung und die mangelnde Wertschätzung unserer selbst auch recht weit verbreitet. Wenn wir uns selbst keine wunderbaren inneren Qualitäten mit entsprechend heilsamem Verhalten zugestehen können, das fällt manchen von uns schwer, dann wird es uns auch schwer fallen, genau diese Qualitäten den anderen zuzugestehen. Echt. Darum ist es so gut, so wichtig, bei sich selbst zu beginnen mit dieser Praxis. Etwas, was eigentlich traditionell nicht gemacht wird. Ich glaube, traditionell wird es nicht mal bei Metta gemacht. Für uns westliche Abendländerinnen mit jüdisch-christlichem Hintergrund. Dringend nötig, gerade auch hier. Wenn ihr euch erinnert, abends das Gute am Schluss, das ist eigentlich nur die Widmung. Wir haben das mit der Wertschätzung eingeführt, weil sonst das Gefühl, was habe ich schon zu teilen, so überwiegend ist, dass wir nicht mal uns zugestehen, dass wir wirklich Tag ein, Tag aus an einem Ort wie hier tatsächlich wunderbare Qualitäten kultivieren. Bei sich selbst beginnen. Vielleicht fällt es uns gar nicht so leicht. Vielleicht ist es manchmal auch einfach die Tatsache, dass wir uns nicht gewohnt sind, Glück und Freude der anderen so wahrzunehmen, außer für unsere Nächsten, was uns leicht fällt, oder die Kinder, oder so üben wir uns einfach selten in Mitfreude. Ich denke, es ist einfacher und üblicher, Mitgefühl zu üben. Ich liebe Rumis Vers. Wenn du in einen Garten gehst, schaust du dir die Dornen oder die Blumen an. Verbringe mehr Zeit mit Rosen und Jasmin. Baut Mitfreudepraxis in eure tägliche Meditation ein. Macht Mitfreude-Retreats. Eigentlich ist es eine der spirituellen Übungen, die am wenigsten Bemühen braucht und am meisten Spaß macht, wenn wir es mal entdeckt haben. Denn in unserem Umfeld haben wir immer Menschen, die Glück haben oder die heilsame positive Qualitäten haben oder die heilsames tun oder sagen oder die einfach gut drauf sind und oder Erfolg haben. Wären alles Gelegenheiten für Mitfreude. Und dabei ist es sicher empfehlenswert, mit den Menschen und Situationen zu beginnen, bei denen es uns relativ leicht fällt, wie bei Metta, wenn wir zuerst zu einer Person gehen, wo es uns leicht fällt. Tenzin Dapel, eine Schweizer Nonne in Dharamsala, schreibt über Mitfreude auf ihrem Blog, habe ich das gefunden. Schweizer Nonnenblog. Wenn wir sehen, wie andere einem Bettler etwas zu essen geben, wenn wir sehen, wie jemand einer alten Frau über die Straße hilft, wenn wir hören, wie große Spenden für die Flutopfer gesammelt wurden, wenn wir sehen, dass sich andere bemühen, heilsame Geisteshaltungen wie Liebe und Mitgefühl zu kultivieren, wenn wir sehen, dass Lehrer wie der Dalai Lama viele Menschen zu heilsamem Tun bewegen, wenn wir hören, wie Menschen sich für nachhaltige, ganzheitliche Bildung, Ökologie, Medizin und Ähnliches engagieren, wenn wir erkennen, dass wir selbst einmal nicht mit Wut, sondern mit Mitgefühl auf eine Situation reagiert haben, dann sind dies viele Gründe, mit der großen Freude in unserem Herzen in Kontakt zu kommen. Es sind diese Handlungen, die öfters in den Nachrichten erwähnt werden sollten. Als Abschluss von Mitfreude von Mudita noch etwas aus der Forschung über Mitfreude. Sehr interessant. Wissenschaftler der University of California in LA berichten, es sind nicht die Streits, bei denen sich Beziehungspartner gegenseitig verletzen, die kalte Schulter, die man sich zeigt, das liebe Geld oder die Eifersüchteleien, welche Partnerschaften zerrütten.
Wichtiger ist anscheinend, wie man auf die Augenblicke reagiert, in denen es dem anderen so richtig gut geht. Wem es zum Beispiel völlig egal ist, dass der Partner Glück hatte oder wer den Stolz des anderen auf eine Leistung oder eine Beförderung nicht teilt, macht etwas falsch. Wie die Wissenschaftler berichten, sagt vor allem die Reaktion auf die Triumphe des anderen viel darüber aus, ob eine Beziehung eine Zukunft hat oder nicht. Das Glück des anderen mit ihm zu feiern, als sei es das eigene, gibt dem Partner, der Partnerin, einen gewaltigen emotionalen Auftrieb, erklären sie. Diese Neuigkeiten herunterzuspielen oder abzuwerten, kann dagegen zu einer bleibenden Abkühlung führen. Wenn dem Partner etwas Gutes geschieht, fasst Art Aaron von der Stony Brook University in New York zusammen, ist das eine wunderbare Gelegenheit, die Beziehung zu stärken. Ist gut zu wissen oder zu erinnern, wissen sollten wir es eigentlich. So viel zu wohlwollender Mitfreude. Der vierte Aspekt des unbegrenzten Wohlwollens ist Gelassenheit. Heitere, liebevolle, weise Gelassenheit. Nochmals Sharon Salzberg. Gelassenheit ist die Geräumigkeit von Herz und Geist, die den Rahmen für die unbegrenzte Natur der drei anderen Qualitäten bietet. Diese ruhige Ausgeglichenheit erlaubt es uns, auf den Wellen unserer Erfahrungen zu reiten, ohne uns in unseren Reaktionen ständig zu verlieren. Gelassenheit ist eine mächtige Kraft, die wir aber richtig verstehen müssen. Sie bedeutet Zuverlässigkeit, Festigkeit, die Fähigkeit, Extreme aushalten zu können, nicht keine zu haben, sie aushalten zu können, inmitten von Tumult standhaft zu bleiben und mit unerschütterlicher Fürsorge zu handeln. Echte und tiefe Gelassenheit ist die letztendliche Zuflucht. Ist der umfassendste innere Schutz, ist das eigentliche Wesen von echter innerer Freiheit. Es ist nicht Big Bang, ist tiefe, vollkommene Gelassenheit, weil dann sind wir wirklich frei, egal was geschehen mag. Wir praktizieren achtsames Gewahrsein, weil wir verstehen wollen, zum Zwecke der Erkenntnis. Aber all dieses achtsame Gewahrsein, und all diese Erkenntnisse von Nicht-Selbst, von Non-Dualität, von Nirvana, von ursprünglichem Weisheitsgewahrsein, all diese Erkenntnisse sind bedeutungslos, wenn sie nicht zu tiefem annehmen, wenn sie nicht zu tiefem loslassen oder so sein lassen, wenn sie nicht zu tiefer Gelassenheit führen. Letztendliche Befreiung oder Erleuchtung, wenn ihr wollt, ist das Ende allen Ergreifens, allen ständigen Anhaftens und Klebens und Wegschiebens auf der subtilsten Ebene. Es ist eigentlich vollständige Gelassenheit, was tiefster Friede bedeutet. Anders dargestellt, achtsames Gewahrsein, könnte man sagen, ist das unentbehrliche Werkzeug auf dem Weg. Güte, Mitgefühl, Wertschätzung, Offenherzigkeit sind der Geschmack, der Inhalt oder das Herz des Weges. Heitere, liebevolle, weise Gelassenheit aber ist die Essenz des Weges. Warum ist Gelassenheit so mächtig? Weil echte Gelassenheit eben in Weisheit begründet ist. Die gehören zusammen. Zhuang Zi sagte, wenn Weisheit und Gelassenheit sich gegenseitig ergänzen, entsteht Harmonie. Und es sind zwei Aspekte der Wirklichkeit, die ich kurz noch einmal ansprechen möchte. Das erste ist das richtige Verstehen, Erkennen von Ursache und Wirkung in unserem Tun. Und das zweite ist die Natur der Dinge erkennen. Der erste Aspekt ist die Erkenntnis oder Weisheit, die, ich brauche mal das Wort Karma richtig versteht, also die Tatsache, dass unser Handeln entsprechend der Absicht dahinter immer auf uns selbst zurückwirkt. Zu verstehen und zu sehen in der eigenen Erfahrung, wie das immer wieder geschieht, Tag aus, Tag ein. Wir wissen nun, dass wir ziemlich begrenzte Kontrolle über die Dinge, die uns zufallen, haben.
Und so spielt es umso mehr eine Rolle, welche Qualitäten wir innerlich kultivieren, wie wir auf unsere Erfahrungen reagieren. Ob mit Verlangen, Abneigung, Verblendung, wodurch wir die Dinge äußerlich und innerlich verschlimmern, oder mit Güte, Offenherzigkeit und Toleranz und eben Gelassenheit, womit wir die Situationen äußerlich und innerlich verbessern, klären, unterstützen und heilen. Wenn wir also klar genug verstehen, dass wir selbst für unser eigenes inneres Wohl und Wehe verantwortlich sind, werden wir zunehmend daran interessiert sein, in heilsamer und eben gelassener Weise mit uns und anderen umzugehen. Das ist der erste Aspekt der Weisheit, der Erkenntnis. Der zweite Aspekt der Weisheit, der zu Gelassenheit führt. Die Fähigkeit, gelassen zu sein, also annehmen und loslassen oder so sein lassen zu können, entsteht auch aus der Erkenntnis von nicht selbst. Das ist der zweite Aspekt. Also der erste, Absicht und Tun richtig verstehen. Die Erkenntnis von nicht selbst hier betrifft die Tatsache, wie wir gehört haben gestern, dass es nirgendwo in unserem Körper, Herz oder Geist eine unabhängige, selbstexistente Instanz oder eine Art Ichheit gibt, welche die Dinge echt unter Kontrolle halten können. Es müsste ja jemand sein, eine Instanz, die, wenn schon Kontrolle, die kontrollieren kann. Und nochmal, wir sind nicht nichts, wir sind nicht niemand, ist eben doch schon wieder gekommen. Wir sind, wer wir sind. Nur die Art und Weise, wie wir uns wahrnehmen, ist manchmal nicht ganz so geschickt. Okay? Nicht so viel Kontrolle, weil dieses Dasein ein ständig sich wandelnder, in Abhängigkeit von zahllosen Bedingungen entstehender und vergehender Prozess oder Tanz ist. Ich hoffe, ihr könnt das mittlerweile auswendig. Ich habe viele Kurse mit Goenkaji gemacht. Das sind immer genau die gleichen 10 Vorträge. Das hat den Vorteil, dass ich ganz viele Aussagen von Goenkaji spielten einfach. Und ich, ah ja, macht Sinn. Ohne, dass ich sie jedes Mal hören müsste. Dieses Dasein ist ein ständig sich wandelnder, in Abhängigkeit von zahllosen Bedingungen entstehender und vergehender Prozess oder Tanz. Oder Symphonie, oder Kakophonie, oder wie ihr das nennen wollt. Prozess. Unser Sehen, unser Hören, unser Denken, unser Fühlen, unser Entscheiden, unser Handeln ist nie für eine Sekunde gleichbleibend. Spiel von Bedingungen. Und die Meditation des achtsamen Gewahrseins muss diesem Erkennen, diesem Verstehen, diesem Eintunen dienen. Sonst ist sie relativ bedeutungslos. Und die tiefe Erkenntnis, dass dieses Leben zum größten Teil nicht in unserer Kontrolle ist und dass da eh niemand ist, der die Kontrolle haben könnte, führt genau das, führt zu zunehmend tieferer Gelassenheit. Das ist der Zusammenhang von Weisheit oder Erkenntnis und Gelassenheit. Innerliches Ergreifen und Festhalten, innerliches Ablehnen und Bekämpfen werden als Verursacher von endlosem innerem Leiden erkannt, erfahren, gespürt. Und genau das Erwachen zu dieser Tatsache führt uns zur Gelassenheit. Gleichzeitig müssen wir aber sehen, dass wir nicht völlig machtlos sind. Durch das konsequente Kultivieren von Großzügigkeit, von Güte, von Mitgefühl, von Gelassenheit, können wir ja eben zu mehr Wohlwollen und zu tieferem inneren Frieden kommen. Und das wiederum bestärkt uns weiter im Wunsch und im Bemühen, Gelassenheit zu vertiefen, bestärkt uns nicht als Philosophie oder Theorie, sondern in der direkten Erfahrung, in achtsamen, bewussten Erleben. Und natürlich sind auch hier Meditationen und Retreats nicht genug. Das hätte ich am Anfang vor 9 Tagen nicht gesagt, aber jetzt kann ich. Wir müssen die Gelassenheit ganz offensichtlich im Alltag üben. Und einmal mehr, wir müssen sie im Kleinen üben. Wenn wir sie nicht im Kleinen ständig üben, Tag ein, Tag aus, dann reicht es dann nicht, wenn schwierige große Dinge kommen. Alltag, wahrscheinlich habe ich Tschechow schon mal zitiert.
Eine Krise kann jeder Idiot haben. Was uns zu schaffen macht, ist der Alltag. Ein verbreitetes Missverständnis in Bezug auf Gelassenheit möchte ich noch klären. Man kann Gelassenheit so verstehen, dass man entweder nichts mehr fühlt oder dass Verlangen und Hass, Trauer und Freude gar nicht mehr aufkommen in einem. So quasi, wenn jemand erwacht ist, dann ist alles flach. Höre ich auch manchmal, ja, ich möchte doch nicht all meine Gefühle loswerden. Ist keine Gefahr. Wirklich ein Missverständnis. Offensichtlich ist die große Kunst, alle Gefühle und Emotionen, die in uns aufsteigen, in ihrer ganzen Fülle zulassen zu können, ohne darauf reagieren zu müssen und sie dadurch zu dramatisieren. Und ohne auch uns darin zu verlieren, Geschichten und Dramen. Es ist diese Fähigkeit, die gemeint ist mit innerer Geräumigkeit. Da ist genug Raum da für all das. So wie die echten Güte, Mitgefühl und Mitfreude unbegrenztes Wohlwollen sind, ist Gelassenheit vielleicht unbegrenzte Geräumigkeit, wo das unbegrenzte Wohlwollen drin Platz hat. Und Gelassenheit ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Metta, von Güte, von Mitgefühl und von Mitfreude. Gelassenheit schützt die Liebe und die Mitfreude und Freude vor Sentimentalität. Fühlt sich so schön an, aber wenn es ernst wird, hält es nichts, braucht Stabilität, braucht Mut ein Stück weit. Schützt auch vor Anhaften, weil sobald mit Metta Anhaften kommt, ist es eben nicht mehr Metta. Das ist die Funktion von Gelassenheit. Gelassenheit verleiht engagiertem, aktivem Mitgefühl die Stärke, von Erfolgen nicht geblendet und von Misserfolgen nicht entmutigt zu werden. Das ist ein wesentlicher Faktor in mitfühlendem, engagiertem Handeln. Und es ist auch die geduldige Hingabe an die Werke des Mitgefühls. Letzter Punkt. Engagement. Zwar ist es wesentlich, wahrscheinlich unumgänglich, vielleicht auch nicht, dass wir die Qualitäten des unbegrenzten Wohlwollens, der Appamanyas, der Brahmaviharas, durch Meditation, durch Kontemplation, Reflexion kultivieren und fördern, also formal ein Stück weit. Aber letztlich sind sie von sehr beschränktem Nutzen und von sehr beschränkter Bedeutung, wenn wir sie nicht leben, wenn wir sie nicht im Alltag ausdrücken, wenn wir uns nicht entsprechend aktiv engagieren. Das Maß für echtes Mitgefühl, für unbegrenztes Wohlwollen, ist engagiertes Handeln. Thomas Merton betrachtet die Frage, ob Liebe und Mitgefühl uns tatsächlich glücklich machen. Zwar uns. Er sagt, Liebe lässt sich nur bewahren, indem man sie verschenkt. Ein Glück, das wir für uns allein suchen, ist nirgends zu finden. Denn ein Glück, das sich verringert, wenn wir es mit anderen teilen, ist nicht groß genug, um uns glücklich zu machen. Ob für andere oder für uns selbst, die Unbegrenzten müssen geteilt, gelebt, verschenkt werden, sonst sind es keine Unbegrenzte, sonst sind es keine Appamanyas, sonst wären es die vier Begrenzten oder die vier engen Arten des Wohlwollens. Und hier geht es ja um grenzenloses Wohlwollen. Ich möchte mit Gandhis bekannter Aufforderung schließen. Du musst der Wandel sein, den du in der Welt sehen möchtest. Hat eindeutig mit diesen Qualitäten und dem engagierten Umsetzen zu tun.